Bedienungsanweisung für Spektralfotometer von Spectral. Lieferumfang: Mikrofasertücher für die Reinigung des Gerätes und der Kalibrierungsplatte. Anweisung: Spektralfotometer. Kalibrierungsplatte. Benutzerlizenz. Ersatzdichtung. Muster mit Korngrößen. USB-Kabel zum Anschließen des Spektralfotometers an einen Rechner. Kalibrierung des Gerätes. Vor der Durchführung der Kalibrierung ist das Spektralfotometer durch Drücken der Taste auf der linken Seite des Gerätes einzuschalten. Nachdem ein Warnhinweis über die notwendige Kalibrierung angezeigt wurde, auf OK klicken. Einstellungen aktivieren, dann Kalibrierung. Das Spektralfotometer ist ordnungsgemäß auf die Kalibrierungsplatte aufzustellen. Anschließend die Kalibrierung starten. Die Kalibrierung ist alle 21 Tage erforderlich. Die Kalibrierung kann aber häufiger durchgeführt werden, zum Beispiel wenn das Gerät in einem kalten oder heißen Raum gelassen wird oder wenn häufige Messungen durchgeführt werden. Nach Abschluss der Kalibrierung starten wir einen Selbsttest, um alle Parameter des Gerätes zu überprüfen. Wenn beim Selbsttest keine Anomalien festgestellt wurden, können wir die Messung vornehmen. Der erste Schritt ist die Vorbereitung des Bauteils auf die Messung, das heißt maschinelles Polieren zum Entfernen von Rissen, Kratzern und Mattstellen, die das Ergebnis und die Korrektheit der Messung beeinflussen. Anschließend führen wir die Messung durch. Dafür aktivieren wir das Autopiktogramm, dann Auftrag hinzufügen, so wird die Messung gestartet. Wir stellen das Gerät auf das vorbereitete Element. Wenn das obere Licht auf grün wechselt, führen wir 5 aufeinanderfolgende Messungen durch. Das Gerät muss dabei unbeweglich in einer Ebene gehalten werden. Das Spektralfotometer ist mit einem Temperatursensor ausgerüstet, der über die Temperatur des gemessenen Bauteils informiert. Es wird empfohlen, dass die Temperatur des zu messenden Bereichs zwischen 5 und 35 Grad Celsius liegt. Nach 5 korrekten Messungen benennen wir den Auftrag und nutzen hierfür den Farbcode, sofern der Hersteller ihn an der Karosserie angebracht hat. Die Messung mit dem Spektralfotometer kann auch unter Verwendung der Reparaturauftragsnummer oder des Fahrzeugkennzeichens gespeichert werden. Nach Aktivieren des Farbprogramms CarColor müssen wir die Benutzerlizenz in den USB-Anschluss des Rechners stecken. Achten Sie darauf, dass im Programm CarColor alle Felder aktiv sind. Nun öffnen wir das Symbol Discover Color. Zur Wahl stehen folgende Farbsysteme: wasserlösliches System Wave 2.0, Acrylsystem 2K und Lösungsmittelsystem Base 2.0. Nach Auswahl des Systems betätigen wir die Schaltfläche Einloggen. Wir schließen das Spektralfotometer an den Computer an. Nach korrektem Anschließen erscheint auf dem Bildschirm die Lizenznummer. Nach dem Aktivieren des Symbols werden im Fenster Messungen 5 Messungen vom Gerät gesendet. Das System fragt uns, ob wir nach dem Senden die Messung im Gerät löschen möchten. Wir wählen die 5 durchgeführten Messungen mit dem Mauszeiger aus und drücken zeitgleich die Control-Taste. Wir gehen zum Fenster Jobs und drücken dann Plus. In der Rezeptur steht Effekttyp zur Auswahl. Bei Unsicherheit, in Anlehnung an welchen Effekt die jeweilige Farbe aufgebaut ist, wählen wir die Option Nicht definiert. Ein weiterer Parameter sind die Filter. Zur Auswahl steht die Korngröße von X1 bis X4. In diesem Schritt nutzen wir diesen Filter nicht. Wenn wir nach der Probespritzung feststellen, dass die Korngröße abweicht, dann nutzen wir das Kornmuster X1 bis X4 und wählen die entsprechende Größe aus. Anschließend wählen wir die Colorbox aus und akzeptieren die Änderungen oder durchsuchen die gesamte Datenbank, ohne die Colorbox auszuwählen. Im Fenster unten gehen wir zur Suche. In grün schlägt das System akzeptable Rezepte für das Einlackieren vor. Je näher die Werte in den Feldern Form, Ergebnis vor und nach der Korrektur bei 0 liegen, desto ähnlicher ist die Farbe der Stelle, an der die Messung mit dem Spektralfotometer vorgenommen wurde. Es muss darauf hingewiesen werden, dass das Spektralfotometer eine korrekte Farbtonanpassung bei verschiedenen Automarken anzeigen kann. Im Reiter Spectral finden wir gespeicherte Messungen des Spektralfotometers aus 3 Winkeln in Form eines Diagramms.
Beim Betrachten des Diagramms sollte die schwarze Linie, das heißt die originelle Rezeptur, und die rote Linie, das heißt die korrigierte Rezeptur, nahe beieinander liegen oder sich überdecken. Wenn sich die Linien unter einem gewissen Winkel überschneiden oder weit voneinander entfernt liegen, dann wird das als Farbabweichung betrachtet. Auf der rechten Seite zeigt das System im Fenster Formel die originelle und die korrigierte Rezeptur an. In der Colorbox suchen wir alle grün angezeigten Plättchen, vergleichen sie mit dem Bauteil und wählen die ähnlichste aus. Wenn wir die Farbanpassung akzeptieren, dann geben wir die Farbe zum Abwiegen frei. Wenn die vom Programm angezeigten Plättchen aus der Colorbox farblich von dem Bauteil abweichen, führen wir das Korrekturverfahren durch. Wir wählen die Rezeptur nach der Korrektur und dann unten die Option Freigeben für das Programm K-Color. Wir geben die gewünschte Menge ein und beginnen das Abwiegen des Basislacks. Die Mindestmenge des Gemisches für die Probespritzung sollte 100 ml betragen, damit die Farbe reproduzierbar ist. Optional kann die Rezeptur ausgedruckt werden und auf die Sprühplatte aufgeklebt werden. Man muss auf die Farbe des Hintergrundes, das heißt des Primers, achten, von P1 bis P5. Der Basislack wird gemäß der Rezeptur vorbereitet. Nach Abschluss der Vorbereitung des Basislacks führen wir die Probespritzung durch. Die Einstellungen der Pistolen von verschiedenen Herstellern für die Systeme Spectral sind der Website zu entnehmen. Wir beginnen mit dem Auftragen der Kontaktschicht. Anschließend tragen wir die erste vollständige Schicht auf. Nach ca. 1 bis 2 Minuten tragen wir die nächste Schicht auf. Nach dem Austrocknen der Deckschichten können die Spritzschichten aufgetragen werden. Diese tragen wir bei reduziertem Druck und bei reduzierter Materialmenge eine nach der anderen auf. Nach dem Austrocknen der Basisschicht tragen wir 2 Schichten Klarlack auf. Nach dem Aushärten der Schicht vergleichen wir die Probespritzung mit dem zu reparierenden Bauteil. Alle Rezepturen, die für das Programm K-Color ausgegeben wurden, werden im Reiter Eigene Rezepturen gespeichert. Wenn die Probespritzung der automatischen Korrektur akzeptabel ist, können wir die Rezeptur aus dem Spektralfotometer aussuchen und unter einer eigenen Bezeichnung speichern. Wenn die Probespritzung der automatischen Korrektur nicht akzeptabel ist, dann können wir eine Korrektur der automatischen Korrektur durchführen. Dafür wird nach Auswahl der Rezeptur, nach der Korrektur im Fenster Formel, die Option Messen gewählt und eine Messung der Probespritzung nach der Korrektur durchgeführt. Zu bedenken ist, dass das Spektralfotometer während dieses Vorgangs mit dem USB-Kabel an einem Rechner angeschlossen ist. Nach Abschluss der Messung betätigen wir die Schaltfläche Korrektur durchführen. Im Fenster Formel wird ein zusätzlicher Reiter mit der Rezeptur der nächsten Korrektur PC1 angezeigt. Wir geben die Rezeptur analog für das K-Color-Programm frei, führen eine Probespritzung durch und vergleichen erneut mit dem Element. Wenn das Ergebnis immer noch nicht zufriedenstellend ist, können analog weitere Korrekturen durchgeführt werden. Spectral – Technik zur Erhöhung der Effizienz von Werkstätten, die für hervorragende Resultate sorgen.